Moin Leute, willkommen hier bei World of Warships. Und wir spielen heute in der Keilerei 6 gegen 6, das neue und die neue Keilerei gesagt. Und ich bin davon nicht ganz überzeugt, bin ich ehrlich. Erstens haben die Feinde Flugzeugträger, was ja schon mal ein ganz schöner Vorteil ist, was ich echt nicht geil finde. Außerdem sind die Teams ja nicht gleich. Das heißt also, könnte sein, dass die Feinde nur Zerstörer haben und wir gar keinen. Oder wir jetzt zum Beispiel jetzt. Wir halt einen Flugzeugträger haben, nicht, und aber die Feinde haben einen. Und dafür haben die Feinde halt aber, ja, ein Kreuzer weniger. Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich finde, so Teams sollten schon irgendwie eher gebalanced sein, was Schiffe angeht, weil natürlich Flugzeuge sehr stark. Und besonders gegen Schlachtschiffe, die halt gar keine Flugabwehr haben. Und ich habe das Gefühl, wir müssen echt hart pushen, damit wir überhaupt was reißen können in diesem Match. Müssen C1. Wir fahren jetzt einfach direkt nach B durch. Wir haben einen Feindlichen, eine Kit. Kit hat ja nicht so gute Torpedos und wir sind auch nicht am Magi gerade, deswegen das Gefühl, dass wir durchaus da was reißen können. Schon voll Bock wieder auf das Game, Alter, Heilige. Schläger sind schon echt nervig, muss ich sagen. Kann sein, dass er auch nur mir jetzt auf den Sack geht. Gegen was für eine Shimanto haben die Feinde? Shimanto. Das ist auch dieses neue Schiff, oder? Warum geht der nur auf mich, der Arsch? Was war das denn für ein schlechter Drop, Alter? Hä? Ich keine Worte für Mann. Komm schon. Danke. Oh ja, komm bitte. Dem du mir so auf den Sack gegangen bist, habe ich das so hart verdient. Oh Mann.
Du bist doch weich wie Pudding, oder? Oh ja, du kleine Bitch. Zeit für Runde 2, oder was? Das wird ein Deathstrike. Das wird ein Deathstrike! Ja, genau! Genau, Alter! Willst du mir einen Scheiß erzählen? Das kann nicht wahr sein! Alter, Junge! Alter, Wargaming! Ich hasse euch. Wenn er von denen jetzt nehme, ich will ihn so hart ins Gesicht treten, ey. Wäre nicht schlimm, wenn wir auch einen Flugzeugträger jedenfalls hätten, ne? Dann könnten. Aber wir haben einen Flugzeugträger als Gegner, ja? Verdammte Scheiße. Und what the fuck? Volle Breitseite von dem, ja? Und ich drück dem zwei Abpraller, einen Nichtdurchschlag und einen Durchschlag. Keine Ziele, gar nichts. Bei zwei Breitzeiten. Alter, Leute, ihr seid doch gar nicht ganz dicht, Mann. Ja, also das war's. Letztes Mal, als ich diesen Scheiß gespielt habe. Denn ich bin echt nicht von dem überzeugt. Ich hasse es. Fick dich, Wargaming, jetzt mal hier an dieser Stelle. Und dann werde ich jetzt direkt woanders hingehen. Ich werde mir diesen Scheiß nicht mal mit seinen angucken. Weil so unausgeglichene Matches und alles ist ja voll für den Arsch. Ganz ehrlich, das geht mir jetzt richtig hart auf die Eier. Ich muss jetzt erstmal in einem Eskorte-Modus von Luftschiff, der gut ist, der Modus. Muss erstmal ein paar Leute klatschen, so bis gleich. Ehrlich gesagt, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Das wäre jetzt, das ist jetzt ein einsames Video der Schande. Schande! 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 Auf Wargaming, nicht auf mich oder meinem Team, ja. Wir haben keinen Flugzeug und die Feinde schon. Und dann noch diesen scheiß russischen, ey, der eh schon so, ne? Naja. Egal. Ich einige, der sagt, CWs sind nicht OP in meinen Kommentaren, bringe ich ihn um. Nein, Spaß. Alles gut, ihr darfst deine eigene Meinung haben. Ich bin ein bisschen angepisst, merkt man vielleicht. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.